Hallo, ich heiße Lars Reckermann und bin der Chefredakteur der Schwäbischen Post und Münchner Tagespost. Heute möchte ich Ihnen unser E-Paper vorstellen. Auf dem Tablet habe ich die App schon runtergeladen, Schwäbische Post und Münchner Tagespost E-Paper. Das Begrüßungsfenster öffnet sich. Sollte Ihr Tag morgens damit beginnen, dass Sie gerne Rätsel lösen, können Sie digital ein Sudoku-Rätsel lösen bei uns. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die Zeitung zu lesen. Und Sie werden unsere Zeitung schon um 19.45 Uhr in einer Vorabendausgabe digital zugestellt bekommen. Dort sind dann alle Geschichten und Termine und Artikel aufgeführt, die bis 19.45 Uhr fertig sind. Sie werden nicht eine ganz vollständige Zeitung haben, dann gibt es aber kleine Hinweise, dass an manchen Artikeln noch gearbeitet wird. Um 5 Uhr morgens ist die komplette Schwäbische Post und Grüner Tagespost dann aber in Ihrem digitalen Briefkasten. Das Zeitunglesen, das E-Paper-Lesen ist eigentlich wie ein klassisches Zeitunglesen. Ich gehe auf meine Zeitungsseite. Sie sehen, wir haben auch noch das Prospekt mit dabei. Und dann habe ich die Möglichkeit, entweder ganz normal über die Zeitung zu blättern und mir jeden Themenbereich anzuschauen. Ich kann aber auch reinzoomen und vergrößern, wenn ich eine größere Schriftart brauche. Wenn ich lieber in einer Artikelansicht lesen möchte, kann ich auf einen Text auch klicken und Sie sehen dann, ich habe nur den Fokus auf diesen Text. Wenn Sie jetzt sagen, das ist mir zu klein, habe ich auch die Möglichkeit, den Text zu vergrößern. Das sehen Sie hier. Ich habe auch die Möglichkeit, mir den Text vorlesen zu lassen. Ich kann aber auch ein Lesezeichen setzen und sagen, der Text ist mir so wichtig, den möchte ich bitte noch einmal lesen oder ich möchte noch mal nachlesen. Dann habe ich ein Lesezeichen gesetzt. So kann ich durch die komplette Ausgabe gehen. Wenn Sie jetzt sagen, ah, mich interessiert aber vielleicht der Lokalteil viel mehr. Im unteren Bereich ist die Zeitung noch einmal komplett aufgegliedert, auch mit den einzelnen Rubriken, die wir haben. Und jetzt springe ich mal in unsere Lokalseite und sage, mich interessiert jetzt die Kulturseite besonders. Dann wird automatisch auf die Ostalbkultur geschwenkt. Auch hier haben Sie die Möglichkeiten, Texte vergrößert zu lesen und andere Angebote wahrzunehmen. Der Vorteil am E-Paper ist außerdem, wenn Sie sagen, ich wohne in Heubach oder ich lebe in Aalen und arbeite in Schwäbisch Gmünd, haben Sie die Möglichkeiten, beide Zeitungen bei uns zu bekommen. Sie gehen auf diesen Bereich, wählen dann die Gmünder Tagespost und Sie sehen dann, die Gmünder Tagespost ist auch in Ihrem Kasten. Und wenn Sie sagen, jetzt interessiert mich der Lokalteil aus dem Bereich Schwäbisch Gmünd, können Sie da auch hin switchen und haben Gmünder Geschichten. Was bietet das E-Paper noch? Neben der Übersichtfunktion, die Sie haben, können Sie natürlich auch noch unsere ganzen Beilagen sehen. Sie sind Fan der Prisma. Auch die, auf die müssen Sie nicht verzichten. Sie können das Fernsehprogramm sich anschauen und einmal komplett durch das Prisma gehen. Wir haben weitere Beilagen, unsere Gesundheitsbeilage oder Prospekte. Sie sehen das. Wenn Sie sagen, mir fehlt jetzt etwas, was 3-4 Monate her ist. Auch da haben wir die Möglichkeit, ins Zeitungsarchiv einzutauchen. Sie können hier zurückgehen, die einzelnen Tage. Sie haben aber auch die Möglichkeit, wenn wir auf alles anzeigen gehen, zu sagen, mich interessiert jetzt vielleicht mal der 19. Dezember 2019. Und dann sehen Sie hier, wird die Zeitung geladen und sie befindet sich dann auch in Ihrem digitalen Briefkasten. Wenn Sie jetzt sagen, mich interessieren einzelne Geschichten und ich möchte gerne mal noch Zeitung nachsehen. Im unteren Bereich haben Sie die Möglichkeit, nicht nur in den alten Ausgaben nachzuschauen, Sie können auch Favoriten setzen. Sie haben auch nicht nur die Möglichkeit, sich Ausgaben anzugucken, die Sie als Favoriten gesetzt haben, wenn Sie einen Artikel als Favoriten gesetzt haben. Wir haben das gerade gemacht in der Schwäbischen Post. Können Sie den immer wieder noch einmal nachlesen. Welche Möglichkeit bietet das Archiv noch? Sie können auch nach einzelnen Begriffen suchen. Angenommen, Sie interessieren sich für Geschichten über das Deutsche Rote Kreuz, dann geben Sie in der Suchfunktion DRK ein und dann bekommen Sie die Geschichten aus beiden Zeitungen, die sich über das Deutsche Rote Kreuz, die über das Deutsche Rote Kreuz Informationen haben. Sie sehen also, die digitale Zeitung unterscheidet sich gar nicht so sehr von der gedruckten Zeitung. Allerdings hat sie einige Vorteile. Sie können die Buchstaben größer machen, Sie können im Archiv suchen, das Sie sofort haben. Die gewohnte Blattstruktur und das, was die Redaktion als Aufmacher bewertet hat, das bekommen Sie weiterhin. Die digitale Zeitung bietet Ihnen aber noch etwas mehr.
Oft sind unsere Fotografen vor Ort und haben mehr Fotos gemacht, als in die gedruckte Zeitung passen. Im Digitalen haben wir dieses Platzproblem nicht. Wenn Sie zum Beispiel auf einen Text gehen, auf dem mehrere Fotos sind, haben Sie oben eine Leiste und sehen dann all die Fotos, die von diesem Termin gemacht wurden. Im E-Paper bekommen Sie einen Hinweis von uns, und zwar sehen Sie oben rechts in der Ecke ein Pluszeichen. Das bedeutet, in diesem Text sind noch mehr digitale Inhalte für Sie. Wenn es morgens Streit gibt, wer denn nun zuerst die Zeitung lesen darf, haben wir für das E-Paper eine gute Lösung gefunden. Sie können den Zugang für das E-Paper mit bis zu 2 weiteren Personen teilen. Im E-Paper enthalten sind nicht nur beide Tageszeitungen, alle Prospekte und Beilagen und die Wirtschaft regional. Sie haben damit auch Zugriff zu allen Digitalangeboten der Schwäbischen Post und Münder Tagespost. Sie gehen einfach auf die Homepage und können dann alle Geschichten in Echtzeit lesen, wenn es einen Stau gibt, was gerade passiert ist, unabhängig von der Tageszeitung. Dort unterrichten wir Sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Probieren Sie uns aus, testen Sie unser E-Paper, geben Sie uns Feedback, wie es Ihnen gefallen hat oder was wir vielleicht noch besser machen können. Wenn Sie schon Leser unserer gedruckten Zeitung sind, dann haben Sie den Zugriff aufs E-Paper automatisch inklusive. Einfach auf die Homepage der Schwäbischen Post oder Grüner Tagespost gehen, Stichwort Premium-Abo, und lassen Sie sich dort Ihr E-Paper freischalten.